Einen Tag nachdem Stern-TV über die Zustände in der Obdachlosenunterkunft der Ritters berichtet, treffen wir Karin Ritter in der Augustenstraße wieder. Heute ist ein besonderer Tag. Der Stadtrat hat sich angekündigt und will sich die Unterkunft genau ansehen. Was erwarten Sie sich? Ich weiß nicht. Damit ich mal endlich eine Wohnung kriege, damit ich hier nicht länger beklaut werde. Gestern bin ich nach Hause gekommen, wieder eine Viertelbüchse Kaffee weg und meine Zigaretten weg. Kurz vor 17 Uhr treffen dann die ersten Mitglieder des Stadtrats und Mitarbeiter der Stadt ein. Wir wollen wissen, was sie von dem Treffen erwarten. Doch die meisten wollen nicht mit uns reden. Es geht um die Situation, dass die Frau Ritter jetzt fast in Rente ist. Sie wird die 65 geworden. Und wir natürlich ein anderes Bild haben, dass alte Leute nicht irgendwo auf der Straße draußen rumjammeln oder irgendwie was anderes. Also werden wir sie jetzt versuchen, eine dauerhafte Unterkunft zu organisieren. Dann betritt die Delegation die Unterkunft. Karin Ritter muss aber draußen warten. Ein Gespräch kommt nicht zustande. Wir dürfen bei der Besichtigung nicht dabei sein. Ein Handyvideo der Familie Ritter zeigt uns die Unterkunft von innen. Dort gibt es nur das Nötigste. Die 45 Minuten dauert die Besichtigung. Gesprächsbereit sind die Lokalpolitiker danach nicht. Können wir Sie kurz was fragen, was hat sich jetzt ergeben bei dem Besichtigungstermin? Irgendeine Veränderung zum ersten oder? Steffen Reisbach fällt ein eindeutiges Urteil. Eine Frage, Herr Reisbach. Ja, Hat sich was verändert? Ja, es hat sich. Es ist immer noch erschüttert, wenn man sowas sieht. Aber wir müssen mal dran denken, es ist eine Urgangslesung, keine Endlesung. Das, wie wir gesagt haben, wir sind jetzt dran, Frau Ritter, die Wohnung bereitzustellen. Er kritisiert den Zustand der neu eingerichteten Unterkunft. Da wurden 350.000 Euro investiert. Gut, die Buden oben sind in Ordnung, muss ich sagen. Und die Duschen und die WCs ist in Ordnung, ist ein Standard. Nur, man hätte mal Auslegware in den jetzigen bewohnten Zimmern, Auslegware, mal die Wand streichen können, das wäre alles geaktiv gewesen. Die 4,50 Euro hätte die Stadt auch noch über euch gehabt. Reisbach, ja? Warum wird hier abends um 8 das heiße Wasser abgestellt? Das muss ich nachfragen. Das habe ich nicht gewusst. Nein. Karin Ritters Enkelin Jasmin besucht heute auch ihre Oma. Jasmins Schicksal berührte besonders viele Zuschauer. Das Mädchen kann einem nur leid tun. Es zeigt, dass unsere Kinderheime und das Jugendamt es nicht hinbekommen, ihr und anderen Kindern ein Leben mit Perspektive zu vermitteln. Dass die Basis bei ihr eine ganz andere ist, sieht man. Was aber nach dem Auszug aus den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen gemacht wird, hat man selbst in der Hand. So schade. Da sieht man mal, wie es ist, wenn man die falschen Menschen um sich hat. Ich hatte gehofft, sie macht wenigstens was aus sich. Wir begleiten Jasmin in ihre Wohnung in Köthen. Dort hat sich seit unserem letzten Besuch einiges verändert. Inzwischen hat Jasmin eigene Möbel gekauft. Sie sieht ein, dass sie seit ihrer Heimzeit viele Fehler gemacht hat. Ich hätte nicht nach Köthen ziehen sollen. Allgemein aus Köthen weggeblieben. Ich hätte nicht hierher kommen dürfen. Da wäre es alles auch nicht passiert. Nach der Heimzeit? Ja. Jasmin erzählt uns von ihrem Freund Benny, der ihr viel Kraft gebe. Seit Februar ist sie mit ihm zusammen. Im Gegensatz zum letzten Besuch. Gibt's hier was Neues an der Wand? Genug, ja. Benny, ne? Das ist ja dein Freund seit Februar oder so, ne? Hä? Benny. Ja, seit 6 Monaten. Jasmin zeigt uns Liebesbriefe an ihrer Wand. Ihr Freund Benny wohnt in Dresden. Sie erzählt uns, dass er im Moment in Untersuchungshaft sitze. Auch er habe ein Drogenproblem. Am 12. nächsten Monat hat er halt Verhandlungen und der wird auch halt drüber bestimmt, ob er Therapie macht. Auf die Verhaftung Bennys reagierte Jasmin aggressiv. Was ist denn da passiert? So, wo Benny verhaftet haben, habe ich einfach durchgeboxt. Unbewusst, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe es auf einmal knallen gehört und bin rausgerannt. Ich habe Schlüssel alles drin liegen lassen. Aggressionen lässt Jasmin allerdings nicht nur an Türen aus, sondern auch an sich selbst.
Also ich sehe in deinem Arm, du hast dich ja auch. Ja, Heimzeit. Und hier immer. Was konkret hast du da im Heim gemacht? Glasscherbe? Da liegt so. Auf dem Tisch. Da sind Klingen drin. Mit Rasierklingen. Warum? Das war die Methode, nicht Drogen zu fassen. Jasmin ist eines von 8 Kindern der ältesten Tochter Karin Ritters. In den sozialen Medien fragen sich viele Zuschauer, wie es ihren Geschwistern heute geht. Was ist denn aus den anderen Enkeln geworden? 2007 treffen wir Jasmin und ihre Geschwister und Cousins das erste Mal. Sie wohnen damals mit der Mutter und der Oma Karin Ritter in einer Obdachlosenunterkunft. Nachdem Stern-TV über die Lebensverhältnisse der Familie berichtet, sieht sich das Jugendamt in der Pflicht. Eine Lösung könnte sein, dass wir die Mutter mit ihren Kindern gemeinsam unterbringen in einer betreuten Wohnform. Die andere Lösung könnte sein, aber das müssen wir erst prüfen, dass wir die Kinder in Pflegefamilien unterbringen. Es müssten dann natürlich sozialpädagogische Pflegefamilien sein, weil die Problematik bei den Kindern ja schon sehr ausgeprägt ist. Das Jugendamt vermittelt der Mutter und den 7 Kindern eine Wohnung und lässt sie von Sozialarbeitern betreuen. Doch das Projekt scheitert nach 2 Jahren. Alle Kinder kommen ins Heim. Und das ist aus ihnen geworden. 4 sind volljährig, außer Jasmin leben sie nicht mehr in Köthen. Einer sitzt im Gefängnis. Und 3 sind noch im Heim. Wir treffen Karin Ritter vor einer Bäckerei und zeigen ihr die Aufnahmen von damals. Auf einen ihrer Enkel reagiert sie sofort. Das ist ihr Liebling sozusagen. Ja, das ist. Der hat schon gesagt, ich soll mich eine große Wohnung nehmen, er will zu mir kommen. Aber der ist erst 14, er muss noch 4 Jahre im Heim bleiben. Aber Sie würden den schon aufnehmen? Ja. 2007, Karin Ritter lässt den damals 2-Jährigen den Hitlergruß zeigen. Ein 2. Enkel, der schon Thema unserer Berichterstattung war, ist Nico. 2007 ist er 10 Jahre alt und wohnt auch in der Obdachlosenunterkunft. 2017 zeigt uns Karin Ritter Nikos Zimmer in ihrer Wohnung. Nach 7 Jahren ist er zu ihr gezogen, sitzt aber zu dieser Zeit im Gefängnis. Das ist mein sein Zimmer, mein Enkel. Wie lange ist der jetzt schon im Gefängnis? 5 Monate. Vermissen Sie ihn? Ja. Ja. Das wäre mein Weihnachtsgeschenk. Freuen Sie sich auf Weihnachten? Nö, weil das Beste fehlt. Nico ist inzwischen 21 und hat immer wieder Probleme mit der Justiz. Hier besucht er einen Prozess gegen Christopher und Jasmin Ritter. Auch als wir Karin Ritter vor 2 Wochen treffen, erzählt sie uns, dass er schon wieder in U-Haft sitzt. Die wollen sie ja versucht, einen Mord anhängen. Mit dem Christopher. Haben sie aber nicht gemacht. Die 2 sind unschuldig. Da war, das ist einer und die haben den Mark hier das halbe Ohr abgeschnitten. Und auf Christopher wird es geschoben und die waren es aber nicht. Der älteste Enkel Karin Ritters ist Daniel. Er ist ein besonderer Fall. Daniel ist der einzige Ritterenkel, der freiwillig ins Heim wollte. Der Leiter des Jugendamts erinnert sich. Der Junge wollte das einfach dann auch nicht mehr, wollte auch in Ruhe aufwachsen, sich auf seine Schule konzentrieren und wollte dann dort auch raus aus dem Umfeld. Viele Zuschauer werfen dem Jugendamt immer wieder vor, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Das Jugendamt hat auf ganzer Linie versagt. Hätten sie rechtzeitig alle Kinder für immer aus diesem Umfeld genommen, hätte definitiv noch was werden können aus ihnen. Ich kann nicht als Jugendamt zu einem Familiengericht gehen und sagen, so Familiengericht, ich habe Recht, hier ist was nicht in Ordnung, entscheide mal. Also das geht nicht. Das Familiengericht hat einen eigenen Prüfauftrag, das Familiengericht nimmt auch Verantwortung wahr, ne, macht sich selber ein Bild, ne, gibt natürlich den Eltern auch Chancen und das ist hier passiert. Ein Jahr später sind dann doch alle Ritterenkel im Heim. Für Peter Grimm eine notwendige und letztlich richtige Entscheidung. Weil die Kinder sich so gut entwickeln in der Einrichtung, darum haben wir ja Hoffnung, dass sie dann vielleicht mal nicht in diese
Verhältnisse dann zurückgehen, dass sie vielleicht doch mal einen eigenen Weg gehen und vielleicht als erste Generation mal nicht von Sozialleistungen leben, dass die wirklich auch mal arbeiten und Familie gründen und mal nicht Jugendhilfefall sind. Als nächstes wird die jetzt 17-jährige Anja das Heim verlassen. Trotz Heimunterbringung hat sie zu ihrer Schwester Jasmin ein besonderes Verhältnis. Die kommt doch wahrscheinlich nächstes Jahr zu mir. Ich habe sie gesagt, kann auch zu mir kommen, ich habe noch Platz. Wie ist denn das Verhältnis zu ihr? Gut, ja. Viel weniger eng ist das Verhältnis von Jasmin zu ihrer Mutter. Es fällt ihr schwer, über sie zu reden. Deine Mama lebt ja auch in Thüringen, an einer anderen Stelle. Interessiert mich nicht. Warum nicht? Will ich nicht. Ich bin froh, wenn sie mal Hallo sagt. Aber sagst du, hab dich lieb, kommt nie ein hab dich lieb zurück. Und das war immer schon das, was ich mir wünsche, aber damit sie mal sagt irgendwie, eigentlich, ich bin stolz auf dich, damit du das packst, damit du